du dieses Schild gesehen? Erinnerst du dich daran? Wir haben es nicht gesehen, als wir nach oben gegangen sind. Papa, weißt du, was dieses Symbol bedeutet? Ich sehe es jetzt, meine Tochter. Ist dieses Symbol nicht wie ein Bär? Papa, es sieht nicht wie ein Bär aus. Es ist tatsächlich ein Bär. Wenn dieses Symbol einem Bären ähnelt. Das bedeutet, dass es Bären in dieser Gegend gibt. Papa, ich habe dir bereits Bescheid gesagt. Papa, aber du hast mir Déjà-vu gesagt. Wird dir Déjà-vu jetzt helfen? Mia, wir müssen schnell hier rausgehen. Lass uns schnell zum Auto zurückkehren. Hast du das gehört, Papa? Lass uns schnell fliehen, Mia. Papa, lass uns schnell hier rauskommen, bevor wir zu einem Bärenmal werden. Ich kann mich nicht bewegen, der Bär lehnt sich gegen das Auto. Wirklich, Papa, finde schnell eine Lösung. Bitte, gib mir einen Moment Zeit zum Nachdenken, Mia. Diese Situation erfordert viel Nachdenken. Es erfordert viel neuronale Aktivität im Gehirn. Aber mach dir keine Sorgen. Für jede Tür gibt es einen Schlüssel. Und gibt es einen Schlüssel für deinen Kopf? Öffne deinen Verstand und bring uns hier raus. Mia, du verstehst alles falsch. Mia, überprüfe, ob der Bär immer noch hinter uns herläuft. Niemand ist hinter uns her, Papa. Wir sind sicher. Geh direkt nach Hause, Papa. Natürlich, meine Tochter. Vielleicht hat die rote Farbe die Bären angezogen. Warum trägst du rot? Valentinstag ist schon lange vorbei. Ich glaube, du hast die Bären angezogen. Du hast uns zum Bärenbau geführt. Und du sagst mir, ich habe die Bären angezogen, weil ich rot trage? Papa, ich glaube, du hast Bullen und Bären verwechselt. Ich liebe Rot und trage immer Rot. Mir ist es egal, ob Valentinstag vorbei ist oder nicht. Ich mag das und werde so bleiben. Beruhige dich, meine Tochter.
War der Bär auf dem Auto? Er war auf dem Auto, als wir ihn sahen. Was werden wir jetzt tun? Der Bär wird uns nicht in Ruhe lassen. Wo ist dein Handy? Ich habe es im Auto vergessen, meine Tochter. Warum hast du es nicht mitgebracht? Wie vergisst du dein Handy im Auto? Wir brauchen das Handy dringend. Willst du auf dem Baum schlafen, Papa? Mach dir keine Sorgen, Mia. Der Bär wird bald gehen. Was ist, wenn er nicht geht? Er wird gehen, Mia. Ich bin sicher. Er wird hungrig sein und gehen. Auch wir sind hungrig. Er wird bald gehen. Dann werden wir nach Hause gehen. Und wir werden ein leckeres Abendessen haben. Meinst du, wir werden zu einem Abendessen für den Bären? Nein, meine Tochter. Wir werden kein Abendessen für den Bären sein. Und entferne diese Gedanken aus deinem Kopf. Sei positiv, meine Tochter. Genau wie ich. Du bist in allem positiv. Du hast uns zum Bärenbau geführt, weil du positiv bist. Meine Tochter, Menschen machen manchmal Fehler. Du bist immer falsch, Papa. Wohin gehst du, um diesen Ort zu sabotieren? Du hast das Labor, in dem du gearbeitet hast, niedergebrannt. Du hast unsere Küche niedergebrannt. Alles, was du tust, zerstörst du. Freunde, bin ich wirklich so, wie Mia sagt? Bin ich wirklich so? Sagt mir eure Meinung in den Kommentaren. Freunde, seid nicht schüchtern. Schreibt ehrlich in den Kommentaren. Vergesst nicht, euch zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Abonniert den Kanal, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Wenn du uns wirklich helfen möchtest, abonniere den Kanal. Weil das uns dazu ermutigt, mehr Videos zu machen. Schreibt uns in den Kommentaren, was in der nächsten Folge passieren wird. Und wir werden das nächste Video basierend auf euren Kommentaren machen. Ja, meine Freunde, die nächste Folge wird auf euren Kommentaren zu diesem Video basieren. Schreibt die Ereignisse auf, und wir werden die Geschichte basierend darauf fortsetzen. Unsere Episode ist heute zu Ende. Bis zum nächsten Mal in einer neuen Episode. Auf Wiedersehen, meine Freunde. Auf Wiedersehen, meine Freunde.